Moin Leute, ja, das mit den Lichtverhältnissen, da müsste ich am Tag mal ein bisschen früher damit anfangen, aber ich habe euch ja versprochen, ich bin diszipliniert und mache das so in meinem Tagesablauf, wie es passt. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Ich habe das Thumbnail noch mal ein bisschen geändert, heißt, ich werde sagen, ja, Wildkunde, Fragenkatalog in Wort und Bild. Weil mehr ist es am Anfang erstmal nicht. Und wenn ich dann ja, ein paar coole Tipps und Tricks dazu mache, dann seht ihr das auch am Thumbnail. Ich fuchse mich da gerade ein bisschen rein. Ja, habe gerade noch ein Einzelcoaching gehabt. Das läuft dann über Telefon oder über Zoom. Das geht jetzt auch mittlerweile schon seit 3 Wochen und läuft noch so 14 Tage. Und ja, mein lieber R-Punkt, wenn du das Video hier sehen solltest. Wir haben gerade miteinander telefoniert, macht sehr viel Spaß. Ja, und falls euch das auch interessieren sollte und ihr wirklich im 1:1 mit mir ins Sparring gehen wollt, dann ja, meldet euch einfach und das Ganze findet ihr natürlich auch mal wieder unter diesem Video. So, wir waren stehen geblieben bei Frage 10, beziehungsweise die hatten wir noch gemacht. Und die Frage 11 lautet, welche der nachgenannten Tierarten werden behaart und sehend geboren? Da haben wir einmal das Rehwild und auch den Hasen. So, was ich gut finde, in der Frage steht sehend. Ja. Wenn ihr in der Prüfung von blind redet, das hört der Prüfer nicht so gerne. Deswegen blind wäre eine Behinderung, sagt lieber nicht sehend. Beim Hasen, wenn ihr da einfach nur Hase sagt, dann sagt dann, ja, wir reden hier vom Feldhasen, denn der Hase sitzt bei uns ja zu Hause im Stall. Ja. Frage Nummer 12. Zu welchen der nachgenannten Aufgaben dienen Duftdrüsen beim Bild? Einmal zur Reviermarkierung und zum Anlocken des Partners. Ja, da haben wir in jeder Hautfalte mehr oder weniger Drüsen. Die Stirnlocke oder hinten die Laufbürste an der Außenseite, auch Kastanie genannt, sind da die bekanntesten. Und übrigens die Zwischenzehndrüse, das sogenannte Klauensäckchen, ja, haben wir beim Rehwild nicht nur hinten, sondern auch vorne. Ansonsten würde das ja mit den Plätzen auch keinen Sinn machen. Ist in der Fachliteratur teilweise gar nicht markiert. Aber auch an den Wangen und so weiter und so fort hat Rehwild Drüsen. Ja. Da kommt wieder ein kleiner Spaziergänger. Kommt auf jeden Fall ein Spaziergänger. Aber das stört uns nicht weiter. Welche der nachgenannten Haarwildarten lassen als Lautäußerung ein Pfeifen hören? Ja, das ist das Wildkaninchen und das Murmeltier. Und beim Murmeltier, wenn der Prüfer euch da fragt, wie heißt denn da der Familienverband? Ja, also Murmelfamilie. Das ist der Vater Bär, Mutter Katze und Kinder heißen Affen. Also Bär, Katze, Affen. Frage Nummer 14. Bei welcher der nachgenannten Wildarten fällt die Paarungszeit in die Wintermonate? Das ist einmal Schwarzwild und Fuchs. Und Frage Nummer 15 ist, welche der nachgenannten Wildarten nehmen Sulen an? Auch hier wieder Rotwild und Schwarzwild. An welchen der nachgenannten Merkmale unterscheidet sich der Schalenabdruck eines Stück Rotwildes von dem des Schwarzwildes am deutlichsten? Und da müsst ihr einmal Abdruck des Geäfters ankreuzen. Ich habe dazu bei unserem oder auf dem Instagram-Kanal von uns habe ich ein paar Reels gemacht. Im letzten Jahr zu der Zeit und ja, moin, frohes Neues, ich drehe mich mal weg. Gesundes Neues. Ja. Oh, was haben Sie denn für ein tolles Teil? Ja, als Influencer ist man ja ständig am Arbeiten und da habe ich mir mal einfach so ein Stativ gebaut. Ne? Ich habe mir das mal schon so angeguckt, da müssen das immer mitschleppen und so weiter. Ich gucke ja auch manche Sachen an, so von auf YouTube und so weiter, auf YouTube und ja. So weiter. Halt, ne, und, ne? Aber ist ja toll, muss ich sagen. Ja, man hört jetzt auf jeden Fall Ihre Stimme dann in dem Video. Ich hoffe, da haben Sie nichts dagegen. Ach, das will ich zu verbergen, sag ich mal so. Oder nein. Müssen Sie mal gucken, Jagdscheinakademie. Ja, müssen Sie mal bei YouTube einfach eingeben. Jagdscheinakademie. Und wenn Sie mal den Jagdschein machen wollen, dann melden Sie sich. Nee, schon eine tolle Aufnahme auch im Prinzip. Ja, mit dem Licht wird es ein bisschen enge. Ich bin öfter auf der Sprödis Kanal, der macht auch so Wanderungen immer und so weiter. Ja. Den gucke ich mir öfter mal an. Das ist ganz interessant manchmal. Ja, schön, dass es das gibt, ne? Ja, da hat man immer zum Nachabend, sagen wir mal so. Ja. Auch, ne? Genau. Guckt sich das dann eben mal an, dann halt, ne? Ja, klasse. Ja. Mhm.
Ach so, und so ein Teil ist, also ist es nicht ein bisschen umständlich, immer mit so einem Teil jetzt rumzulaufen? Was geht's nicht? Irgendwie? Nee, man könnte auch noch so einen Stab so als Verlängerung nehmen, ne? Manchmal sieht man das bei dem, da sieht man den Schatten im Prinzip von dem Teil da dran. Dann halt. Nee, ich komme da ganz gut mit zurecht und wenn ich mich irgendwo hinsetze, dann kann ich das Stativ aufstellen und dann ist auch ein bisschen stabiler. Gleich noch eine bessere Aufnahmemöglichkeit. Genau, ja. Mal sehen, ob sie die nächste Frage beantworten können. Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig? Ja, jetzt müsste ich alles vorlesen. Das lassen wir an der Stelle. Deswegen, liebe Yachtfreunde, schaltet morgen wieder ein, wenn euch das ganze Format Spaß macht. Dann lasst mal einen Daumen da, aktiviert das Glöckchen, damit ihr nichts verpasst. Und kommentiert mal, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und in diesem Sinne, dann bis morgen. In diesem Sinne, ne? Wart uns heil. Ciao. Ihnen noch einen schönen Abend dann halt, ne? Gleichfalls. Wie lange wollen Sie noch filmen? Geht's? Ja, jetzt ist ja das Licht aus, ne? Jetzt ist ja quasi Entenstrich. Ja, klar, ist richtig im Prinzip da. Und da macht er keinen Sinn mehr. Ne? Aber es läuft noch weiter. Lass ich auch drin. Ungeschnitten. Real Talk hier. So Leute, jetzt noch mal kurz die Kamera an. Wir wollen die 20 Fragen voll machen. Auch wenn die Sonne mehr oder weniger schon untergegangen ist. Frage Nummer 17. Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig? Ja, Muffewild gehört zu der Familie der Hornträger, Boviden, und einmal Muffewild ist ein Wiederkäuer. Frage Nummer 18. Rotwild unterscheidet sich in seinem Esungsverhalten vom Rehwild. Welche der nachgenannten Aussagen sind richtig? Rotwild ist wenig wederisch und Rehwild ist vorwiegend wederisch selektierend. Rehwild ist unter unseren 10 Schamwildarten der einzige Konzentratselektierer. Der Wiederkäuermagen ist sehr klein und deswegen braucht es energiereichere Esung als wie zum Beispiel beim Rotwild, und alles andere Schalenwild ist quasi Intermediärtyp, und eigentlich wirklich ein Raufuttertyp haben wir ja beim Steinwild zum Beispiel im alpinen Bereich, und danach kommt das Gamswild und das Muffelwild, aber dann geht es schon wieder so in diesen Intermediärtyp, also von bis über. So viel dazu. Frage Nummer 19. Welche der nachgenannten Haarwildarten haben im Oberkiefer keine Schneidezähne? Das ist einmal das Rotwild und das Rehwild. Die haben eine Gaumenplatte oben. Und Frage Nummer 20. Dann haben wir es geschafft. Aus welcher der nachgenannten Mägen ist ein Wiederkäuermagen zusammengesetzt? Da merkt ihr euch einmal, und ich halte die Kamera extra mal so, die Eselsbrücke, penibel, Pansen, Netz, Blätter, Labmagen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Format gefällt euch. Und ganz, ganz wichtig, nochmal die Bitte, wenn euch das Ganze gefällt, lasst mal einen Kommentar da. Abonnieren nicht vergessen, Glöckchen aktivieren und kommentieren, habe ich schon gesagt. So.